Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Unser heutiges Thema in München ist das Fondsstandortgesetz und bei uns zu Gast ist Herr Rechtsanwalt Dr. Rainer Stadler von Linklaters. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns, unseren Zuschauern, Informationen zum kommenden Fondsstandortgesetz zu geben. Aber zum Einstieg, was tun Sie da bei Linklaters genau? Ja, ich bin seit über 20 Jahren bei Linklaters, bin seit über 19 Jahren Partner bei Linklaters und bin dort schwerpunktmäßig tätig im Bereich der Fondsstrukturierung, Beratung von institutionellen Investoren bei Fondsinvestments und komme aus dem Steuerbereich, aber decke natürlich dann auch die investmentrechtlichen Fragen zusammen mit meinen Kollegen ab. Das Fondsstandortgesetz geht ja am 28. Mai 2021 in den Bundesrat und wir gehen auch davon aus, dass es so durchkommt und dann in Kürze im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird und in Kraft tritt. Was sind denn die wesentlichen rechtlichen Aspekte des Fondsstandortgesetzes? Ja, zunächst mal ist positiv hervorzuheben, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass wir in Deutschland im Vergleich zu Luxemburg und Irland kein optimaler Fondsstandort für internationale Investoren sind. Das liegt vor allem investmentrechtlich an dem starken Korsett der Fondstypen, die man verwenden darf und auch an den restriktiven Anlagemöglichkeiten. Hier hat der Gesetzgeber jetzt gewisse Lockerungen vorgesehen, insbesondere im Bereich der Spezial-AIF und natürlich auch der Publikums-AIFs. Bei den Spezial-AIFs ist besonders hervorzuheben, dass zukünftig Sondervermögen auch geschlossen ausgestaltet werden können, war bisher nur offen möglich. Sprich, wenn man geschlossenen Spezial-AIF bisher verwenden wollte, dann musste man eine geschlossene Investment-AG mit festen Anlagebedingungen verwenden oder die geschlossene Investment-KG. Bei den Publikums-AIFs sollen zukünftig zulässig sein die offenen Infrastruktursondervermögen und die geschlossenen Master-Feeder-Strukturen. Und bei den Anlagemöglichkeiten erfolgt eine Erweiterung bei den offenen Investment-KGs, also für Spezial-AIFs. Diese sollen zukünftig auch in Immobilien und in Infrastrukturprojektgesellschaften investieren dürfen. Diese Erweiterung der Asset-Klassen, die Sie angesprochen haben, erscheint Ihnen das aus deutscher Sicht ausreichend? Nein, aus meiner Sicht ist es nicht ausreichend. Was fehlt in Deutschland, ist ein konkurrenzfähiger Investmentfonds in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. Wir haben zwar die geschlossene Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital. Diese unterliegt aber bei den Kapitalmaßnahmen dem strengen Aktienrecht. Das bedeutet, bei jeder Kapitalherabsetzung und bei Erhöhung müssen Sie zum Notar, deshalb wird diese Rechtsform in der Praxis nicht angewandt. Dann haben wir zum anderen die offene Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital. Hier ist das strenge Aktienrecht nicht anwendbar. Das bedeutet, Sie können relativ flexibel Kapital erhöhen und herabsetzen. Aber aufgrund des Rückgaberechts wird natürlich ein offener Fonds in der Regel nicht verwendet, wenn Sie in illiquide Assets investieren, wie zum Beispiel in Private Equity Fonds oder in Private Equity Gesellschaften oder wenn Sie Venture Capital Gesellschaften halten oder im Bereich Infrastruktur oder im Bereich Darlehen investieren. Wir haben dann noch zukünftig als weiteren Rechtstyp natürlich das geschlossene Sondervermögen. Ich habe aber meine Zweifel, ob das geschlossene Sondervermögen zukünftig tatsächlich in der Praxis international anerkannt wird. Das hat vor allem steuerliche Gründe. Ein Sondervermögen ist ja ein Rechtstyp in Vertragsform und dieser wird von Land zu Land unterschiedlich steuerlich behandelt. Aus deutscher Sicht ist zum Beispiel ein Sondervermögen, in unserem Fall jetzt ein Investmentfonds, der steuerlich intransparent ist. Es gibt aber eine Reihe von Ländern, die ein Sondervermögen steuerlich transparent ansehen und dann haben sie automatisch Qualifikationskonflikte, gegebenenfalls hybride Strukturen, was man in der Praxis nicht haben möchte. Gibt es denn in dem Fondsstandortgesetz jetzt auch steuerliche Vorschriften? Ja, es gibt einige steuerliche Vorschriften, die sind aber relativ übersichtlich. Zum einen wollte man mit dem Fondsstandortgesetz auch den Venture-Kapitalbereich stärken und für Arbeitskräfte im Venture-Kapitalbereich den Standort Deutschland attraktiver machen. Das bedeutet, es gibt jetzt gewisse Erleichterungen bei Mitarbeiterbeteiligungen,
an Venture Capital Gesellschaften. Hier wird zum Beispiel die sogenannte nachgelagerte Besteuerung eingeführt, wenn ein Mitarbeiter vergünstigt zu Beginn seiner Arbeitstätigkeit zum Beispiel Anteile an der Gesellschaft erhält. Das war bisher so, dass die Vergünstigung als geldwerter Vorteil sofort zu versteuern war. Und das ist zukünftig anders. Die Versteuerung soll erst erfolgen bei Veräußerung beziehungsweise bei einem Arbeitgeberwechsel, aber spätestens nach 12 Jahren. Das heißt, es würde beim Arbeitnehmer dann zu einem Liquiditätsvorteil kommen. Das heißt, anfangs ist der Steuerabzug geringer. Genau, genau. Am Anfang fällt keine Steuer an. Er hat ja auch keinen Zufluss und die Steuer fällt im Endeffekt erst an, wenn tatsächlich auch ein Zufluss stattfindet. Mit Ausnahme natürlich, wenn man einen Arbeitgeberwechsel hat, beziehungsweise wenn nach 12 Jahren. Der zweite Bereich, den man hervorheben kann, ist die Umsatzsteuerbefreiung für Verwaltungsleistungen von Wagniskapitalfonds. Hier wird zum ersten Mal im Bereich von geschlossenen Fonds eine Umsatzsteuerbefreiung für Vorverwaltungsleistungen statuiert. Aus unserer Sicht ein großer Schritt nach vorne. Ich komme später nochmals dazu. Aus meiner Sicht zwar notwendiger, aber kein hinreichender Schritt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Reicht das denn aus, was der deutsche Gesetzgeber jetzt gemacht hat? Oder hätten Sie noch konkrete Vorschläge, was der deutsche Gesetzgeber steuerlich noch regeln muss? Also es gibt schon noch ein paar Dinge, die zu regeln sind, damit Deutschland im Endeffekt ein Level Playing Field mit Luxemburg oder Irland ist. Also sprich, dass wir hier konkurrenzfähig sind. Hierzu gehört zum einen schon angesprochen die Umsatzsteuer. Wir haben jetzt die Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds. Aus meiner Sicht sollte die Umsatzsteuerbefreiung für Fondsverwaltungsleistungen für sämtliche AIFs eingeführt werden. Das ist meines Erachtens auch EU-konform. Es gibt viele andere Länder, die das so handhaben, insbesondere Luxemburg und Irland. Die Umsatzsteuer ist einfach ein Kostenblock, der schon maßgeblich ist bei der Errichtung von Fonds. Und deshalb geht man halt in der Regel tatsächlich nach Luxemburg und nicht nach Deutschland. Gleichzeitig sehe ich gewisse Bedenken im Hinblick auf die EU-Konformität dieser Segmentprivilegierung von Wagniskapitalfonds, dass man also im Bereich der AIFs einfach einen Fondstyp oder eine Assetklasse herauspickt und sagt, dies Vorverwaltungsleistungen können umsatzsteuerbefreit sein. Bei den anderen ist das nicht der Fall. Also ich habe große Zweifel, ob das EU-konform ist. Weiterer Punkt, das war der erste, das ist die Umsatzsteuer. Der zweite Punkt ist die offene Investment-KG. Wir sehen offene Personengesellschaftenstrukturen jetzt immer mehr, muss man sagen, am Markt. Also bisher nicht in Deutschland, aber vor allem in Luxemburg. Und hier stellt sich ein grundsätzliches Problem. Wenn eine offene Investment-KG jetzt zukünftig in Immobilien investiert, dann wird die KG natürlich so ausgestaltet, dass keine Gewerbesteuer anfallen soll. Das bedeutet, man strukturiert sie vermögensverwaltend und gewerblich entprägt. Jetzt ist es so, und in dem Fall greift die sogenannte Bruchteilsbetrachtung. Das bedeutet, die vermögensverwaltende KG ist steuerlich sozusagen inexistent. Das bedeutet, wenn jetzt ein neuer Kommanditist beitreten sollte im Rahmen einer Kapitalerhöhung, hat es zur Folge, dass in Höhe seiner Beteiligungsquote eine Veräußerung bei den bestehenden Kommanditisten erfolgt, die steuerpflichtig ist. Das führt dann zu einer Dry-Income-Taxation, was natürlich keiner möchte. Und was solche Strukturen dann am Markt auch eher schwierig machen zu vermitteln. Es gibt natürlich eine Alternative. Man kann sagen, man strukturiert die offene Investment-KG dann als gewerblich geprägt. Dann kann man einen Gesellschafterbeitritt nach § 24 Umwandlungssteuergesetz auch zu Buchwerten vornehmen, setzt aber voraus, dass Sie bei jedem Gesellschafterwechsel auch einen Antrag beim Finanzamt stellen müssen, was jetzt nicht besonders praktikabel ist. Darüber hinaus ist es so, wenn Sie eine gewerbliche Prägung haben bei einer Personengesellschaft, dann kommen Sie an die Gewerbesteuerbefreiung nur noch herein über die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nach dem Gewerbesteuergesetz. Und ob man die immer bekommt, ob das darstellbar ist, da habe ich auch meine Fragen. Es gibt jetzt zwar Erleichterungen, so Bagatellgrenzen wurden jetzt eingeführt durch die neuen Gesetze, insbesondere bei der Vermietung von Betriebsvorrichtungen, aber das Risiko bleibt halt trotzdem weiterhin, sodass in dem Bereich vermutlich auch weiterhin die Luxemburger SCS zu präferieren ist.
Also ich höre da schon raus, also steuerlich war das vielleicht noch nicht ganz der große Wurf. Was würden Sie denn so als Fazit zum Fondsstandortgesetz am Ende sagen? Ich würde sagen Licht und Schatten. Also es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist, wie ich schon angedeutet habe, eine notwendige Bedingung, die wir hier erfüllt haben. Aber es ist noch nicht hinreichend. Wir müssen tatsächlich sowohl investmentrechtlich als auch steuerrechtlich nachbessern. Investmentrechtlich, wie schon gesagt, sollte die geschlossene Investmentaktiengesellschaft mit variablem Kapital eingeführt werden. Gleichzeitig sollte man auch die Rechtsformen erweitern. Es spricht nichts dagegen, dass man zum Beispiel auch eine KGaA als Fondstyp verwenden kann, was in Luxemburg häufig gemacht wird in der Rechtsform einer SCA. Der Vorteil einer KGaA ist, dass sie das Management und das Kapital getrennt haben. Das bedeutet, das Management wird von der Komplementär GmbH oder Komplementär SAR ausgeübt, die dann zu 100% vom Fondssponsor gehalten wird. Und das Kapital erbringen dann die Kommanditaktionäre. Steuerlich gibt es die drei Punkte, die ich schon erwähnt habe, die meines Erachtens angegangen werden müssen. Zum einen Umsatzsteuerfreiheit von Fondsverwaltungsleistungen, steuerliche Behandlung von der offenen Investment KG und der dritte Punkt Gewerbesteuerfreiheit von AIFs in der Rechtsform von Personengesellschaften. Hier kann man noch anfügen, dass das meines Erachtens auch systemkonform umgesetzt werden kann. Wir haben heute schon die Gewerbesteuerfreiheit bei Unternehmensbeteiligungsgesellschaften und mittelständischen Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn man die Gewerbesteuerfreiheit auch hier implementiert für AIFs in der Rechtsform einer Personengesellschaft. Im Ergebnis muss man sagen, nach der Reform ist vor der Reform, nach dem Fondsstandortgesetz ist vor einem weiteren Fondsstandortgesetz und wir hoffen oder ich hoffe, dass in der nächsten Legislaturperiode das eine oder andere, was wir hier besprochen haben, angegangen wird. Ja, danke für das eindeutige Fazit zu diesem Thema. Letzte Frage unsererseits. Sie lesen ja sicherlich sehr viel Fachliches, das hat man in Ihren Ausführungen rausgehört. Welches nicht fachliche Buch haben Sie denn zuletzt gelesen? Also ich lese aktuell ein Buch von Hanno Rautenberg, der ist Leiter des Feuilletons bei der Zeit. Und er schreibt sehr gerne über die Kunstwelt und ich bin ein begeisterter Kunstsammler und auch Kunstinteressierter. Und da geht es im Endeffekt auch darum, was darf die Kunst und was darf sie nicht. Also zum Beispiel das Thema, müssen Bilder abgehängt werden, weil sie jetzt gewisse Personen in ihren Emotionen oder in ihrer Einstellung verletzen. Ja, danke auch für diesen Einblick in Ihre Hobbys und insbesondere in Ihr Interesse an Kunst. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir hatten heute in München zu Gast Herrn Dr. Reinhold Stadler, Partner Rechtsanwalt bei Linklaters zum Thema Fondsstandortgesetz.